liebe Leute, hier ist euer Ragnar. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis hier mit England. Zweiter Versuch an Gewinisches Königreich oder so ähnlich. Wir haben jetzt noch 3 Tage, dann erklären wir direkt den Krieg gegen Frankreich. Es ist so, sie sind im Krieg gegen Burgund, Wiedervereinigung gegen Burgund. Ich weiß nicht genau, wie da die Spielmechanik ist. Ich hätte ja Hoffnungen, falls ich Frankreich schnell in die PU zwingen kann, was gerade nicht so gut ausschaut, dass ich dann vielleicht noch den Krieg gegen Burgund übernehmen könnte. Was ist denn deine Hauptstadt? Saint-Trois. Okay, da müssen wir direkt hin. So, 1, 2, 3 Tage. Und Krieg. Union erzwingen. Österreich macht mit. Dadurch ist Genua raus. Das finde ich schon mal sehr cool. Wir machen gar nicht lang. Union erzwingen. Rein da. Scheiße, jetzt komme ich da nicht rein. Ja, Moment, Moment, Moment. Wir machen das Ganze anders. Wo ist meine Flotte? Wo ist meine Flotte? So, komm mal runter hier. Du machst mal so, du machst mal so, du gehst mal hier. Generäle sind alle drinnen. Los geht's. Flotte, komm zu mir bitte sofort. Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Rauf auf Schiff. Fahr hier runter. Nein, fahr dahin. Rein hier. Okay, jetzt wären die 14.000 wären auch schon da. Die 14.000 wären auch schon da. Wir lassen es aber mal stehen. Ich würde es gerne über die Söldner belagern. So. Kann man uns da theoretisch durchschießen? Könnten wir. Wollen wir auch. Ich würde das gerne möglichst schnell in irgendeiner Form Moralarmee beenden. So, da geht Genua in... Achso, geht gar nicht in mich rein. Ha! Genua geht gar nicht in mich rein. Okay. Umso mehr Frankreich gerade... Also entweder die PU jetzt gegen Burgund einfach noch bekommt... Kastilien und Portugal, okay, komm. Wir rufen alles rein jetzt, was geht hier. Ich will jetzt einfach nichts dem Zufall überlassen. Das Ding soll schnell und am besten gnadenlos in irgendeiner Art und Weise beendet werden. Hauptstadt gefallen. Hauptstadt gefallen. So, du kannst zurück, die französische Flotte, nee, ist mir nicht egal. Umso mehr wir Frankreich erstmal schwächen, ist es gut für uns, sie dann loyal zu bekommen am Schluss. So, wir schauen mal. Sienna, du darfst einfach raus, wenn du willst, willst du nicht. Wir schauen mal schnell. Union mit Frankreich erzwingen. Weit entfernt. Gott, hier kriege ich gerade auf den Sack jetzt nicht mehr. Schottland mit drinnen hier. Und inzwischen auch noch Kastilien. Keine Ahnung. Zum Angriff. So, ich habe ein Großschiff, 2 kleine Schiffe anscheinend verloren. Nichts erobert, aber die französische Flotte ist halt... Flotte ist auch weg. Okay. So, rein da. Alles, was ich erobern kann, rein da. Schifferl. Okay, können gerade nichts bauen. Können aber das letzte Darlehen von uns endlich aufheben. So, wir sind darlehensfrei. Das ist schon mal wichtig. Loyalität dafür kosten Berater. Und die Bürger erhalten Einfluss. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Bürger verlieren Einfluss. Ja, dafür verlieren wir allerdings viele wichtige Sachen. Leider. Müssen wir auch mal durch. Wirklich ein bisschen doof, aber ist so. Aber ist so. Okay. So.
Wo sind Festungen? Du stellst dich mal hier in die Festung mit rein. Frankreich catcht sich hier Österreich. Burgund ist mir egal. Siena, willst du raus? Nein. Nächste Festung gefallen. Wir brauchen einfach nur Kriegsstand. Nehmen wir die Innovation mit. Wir hätten vielleicht auch von der ersten Idee her doch nicht auf Militär gehen sollen, aber sondern auf Diplo irgendwas, also Dings halt. Aber ist schon passiert jetzt, hat egal. Okay, wir sind schon nicht mehr ganz so weit entfernt. Vor allem sind wir in den letzten Festungen überall schon drinnen. Hier Portugal unten auch noch besetzt. Da oben ist jetzt hier noch die Festung. Burgund hat es wohl nicht geschafft, sie zu besetzen. Dann marschieren wir jetzt hier schon mal rauf. Geh doch einfach raus, Siena. Ah, wir wären durch. Wir wären durch. Union erzwingen. Die Frage ist, wollen wir noch Provinz nehmen? Ich weiß halt nicht, wie viele Provinzen Frankreich hat. Das ist halt so das Problem. Aber egal. Wir haben ja gesagt, notfalls einfach... Komm, wir machen jetzt gar nicht lang rum. Wir probieren das jetzt. Ich will die Kohle. Weil das hier unten zum Beispiel hat Frankreich nochmal nicht. Notfalls irgendeinen Popelkrieg verlieren. Weil es kann, also beim anderen Spiel hätten wir ja über 15 Provinzen verlieren müssen. Hier sind wir jetzt vielleicht bei 3 oder irgendwie, oder 4 dann vielleicht. Also das ist halt ein bisschen leichter. So, deswegen Union erzwingen. Und dann hoffen wir, dass ich jetzt den Krieg gegen... Scheiße. Nein, der Krieg ist vorbei. Okay, schade. Dann schaut es aber ein bisschen anders aus. Ich wollte den Krieg eigentlich nur möglichst schnell jetzt durchdrücken. Wegen Burgund. Ich wollte die Chance halt nutzen. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Okay, ist so. Ist so. Gibt's nichts zu diskutieren. Siena möchte nach wie vor nicht raus. Frankreich ist komplett unterworfen. Oder fast komplett. Dann ist jetzt die Frage. Wir könnten natürlich sagen... gib Kernprovinzen zurück. Kann man nicht. Wir könnten höchstens eine Nation entlassen. Aber wenn ich sage, ich will die beiden, geht halt die AE nach oben. Wenn ich jetzt natürlich sage, wir entlassen einfach Nationen. Die am besten an keiner Grenze liegen. So. Wo ist Bar? Ich sehe Bar nicht. Das ist Auvergne. Ich sehe Bar nicht, ist egal. Sind das halt Provinzen, die wir dann wieder theoretisch erobern könnten?
Das hier ist die Picardie oder was? Ja, das willst du aber nicht. Also sind halt wieder drei Provinzen weniger für Frankreich quasi. Kein Problem, wir können dich auch auf 100% einfach bringen. Können deine Truppen hier oben noch vollkommen zerstören. Alles, was du jetzt an Schaden bekommst, ist quasi gut. So, jetzt machst du das nämlich. Und das könnte ich nämlich, Picardie könnte sich entweder Burgund oder ich mir dann holen. Wenn es Burgund bekommt, halt auch kein Problem, weil dann kriegst du über die Dauer auch ich. Warte, Angebot entfernen. Union mit Frankreich. Dann entlässt du... Volks gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Oder wie auch immer. Daphne ist da hinten. Wäre jetzt auch nicht so schlecht. Bourbonnais ist doof. Da komme ich nämlich nicht ran. Ah, hier ist Barry. Okay, da komme ich auch nicht ran. Also, Bar. Ah, das da oben, das eine. Er ist doof. Auvergne ist auch doof. Also wenn dann Dauphin, ja wobei, da komme ich auch nicht ran, da kommen nur die anderen ran. Also machen wir auf jeden Fall einfach noch die Picardie, da komme ich nämlich ran. So, jetzt könnte man immer noch was entlassen. Habe ich schon wieder vergessen, wo Bar war. Aha, achso, Barois wahrscheinlich. Ach, das eine hier hinten. Ah. Krieg ich halt keine Kohle, gell? Oder Bar und mehr Kohle. Weil ich brauche eigentlich keine Kohle. Dann hoffen wir, dass das hier sich vielleicht Burgund schnappt. Also der Punkt ist, ich muss ja irgendwann rankommen. Ne, Bar gefällt mir halt gar nicht. Was heißt, dann machen wir Bourbonnais. Ich komme ja trotzdem... dann ran, wenn Frankreich mir gehört. Ich fresse mich ja dann auch sowieso hier durch Burgund und alles durch. Dann machen wir es so, Geld brauche ich nicht. Frankreich wird noch weiter geschwächt. Forderung stellen. Bam. So. Dann nehmen wir jetzt gleich mal die Quest an. Versöhnungsgesetz können wir annehmen. Burgund ist ab jetzt unser Feind. Versöhnungsgesetz. Bürger begünstigen, ah, nein, auf gar keinen Fall. Autonomie, Merkantilismus, Diplomatie, Militär, Admin. Armeeprofessionalität, wollen wir direkt durchdrücken, dann noch Merkantilismus. Ah, die kommen wir neben die 8%. Passt schon. So, Hammer. So. Frankreich. Dann Stannesland lassen wir mal. Paris können wir nach oben setzen. Dann Frankreich. Wir brauchen nehmt das Angebot an. Für was?
Durch die Annahme einer verstehe ich, dass die Familie unserer Ehepartner zu bestimmte Gefälligkeiten erwarten. Wir kriegen Geld. Wir haben weniger Unruhe, weniger Missionarstärke. Wir kriegen Autonomie. Ein neuer Gemahl taucht auf. Nö. Will ich nicht. Nö. Nö, nö. So. Frankreich. So, und da haben wir schon. Ernsthaft. Kann ich den umbringen? Ja. Können wir. Beziehungen verbessern. Schulden tilgen würde ich von dir gerne, Frankreich. 1800. Okay. Wir könnten die Loyalisten unterstützen. Machen wir aber erst, wenn sich's wirklich lohnt. So die letzten Prozente quasi. Okay, also soweit lief es ja jetzt schon mal. Wie lange haben wir jetzt seit... Was? Okay, das müssen wir alles aufheben. Wo geht denn das? Garantie aufheben. Kein Diplomaten. Garantie aufheben. Ach so, Moment, wir könnten die auch so vassalisieren. Nee. Nee. Garantie aufheben. Kann ruhig erobert werden, ist mir egal. Ist mir egal. Bündnis, 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 Juniorpartner, Vassal, Juniorpartner. Passt. Okay. Wann können wir gegen euch in Krieg ziehen? 92. Dauert ein ganz schönes Stück, aber ist uns egal. Okay, jetzt gehen wir erstmal auf die Kanonen. Erstmal auf die Kanonen. Hier würde einfach nur ein neuer König, also unser Geschlecht, auf dem Thron landen, was geil wäre. Kirchenstaat England oder 17 Adligen Derby. Dann lassen wir den Kirchenstaat uns mal weniger mögen. Wir werden das Ganze aber auch verbessern. Du kriegst auch Kohle. Und die Appellmöglichkeiten. Erstmal nein, aber eigentlich irgendwann ja. So. So, jetzt müssen wir Frankreich loyal bekommen. 94, was? 99? 98? Okay, 99. Ja, mach mal Steuernahmen. Aber Frankreich vielleicht doch gleich die Loyalisten unterstützen. Ja, machen wir mal. Machen wir mal. So, ne, da haben wir gesagt, Militärtech, geh mal rein. So, Armagnac. Kommen wir hier rechtzeitig rein, also vor Frankreich am besten. Dass wir uns hier auch ein bisschen Loyalität abgreifen könnten. Ja. Sehr gut. 72%. So, ein bisschen Gebäude müssen wir bauen. Was brauchen wir am ehesten? Wie wäre es mit Geld? Damit wir noch was bauen können. Dukaten. Vielen Dank, Portugal. Vielen Dank. Okay, also Burgunder Erbe, leider Misserfolg. Nimm das, Habsburg.
Okay, in Portugal sitzt ab jetzt ein Lancaster auf dem Thron. Das ist ja gut für uns. Das ist wirklich gut für uns. Ja, nächste Ziele. Wir warten jetzt erstmal ein bisschen. Wir müssen hier ein bisschen runter. Die Bretagne wäre das nächste Ziel, theoretisch. Die Bretagne wäre das nächste Ziel. Genau, wir müssen die Bretagne erobern. Würde ich gerne vassalisieren. Dann Parlamentsanliegen französischer Adel beschneiden. Und sie müssen loyal sein. Und dann müssen wir natürlich gegen Burgund immer wieder ziehen. Dann wäre vielleicht das nächste Ziel sogar erstmal Burgund. Weil gegen die müssen wir ja sowieso häufiger ziehen. Gegen die müssen wir häufiger ziehen. So, dann. Zwei Kanonen. Zwei Kanonen. Und dabei muss Frankreich jetzt auch noch nicht unbedingt loyal sein. Wäre natürlich wünschenswert, wenn Frankreich loyal wäre. Noch viele, viele Gegner hier. Geschickt natürlich. Heißt, Burgund ist im Kaiserreich, ja. Hm. Ärgerlich. Ärgerlich, dass Burgund im Kaiserreich ist. Wie viel können wir noch bauen? Könnten doch die zwei Pferdchen raushauen. Aggressive Expansion. Und dann können wir noch drei Kanonen bauen. Ich baue sogar vier, gehe mit eins drüber. Ich wilder Hund. Was, wieso haben wir noch ein Darlehen? Hä? Kommt das Darlehen jetzt her? Ja, wir nehmen natürlich die Armeeprofessionalität mit, ist klar. Und wir lassen euch beide mal trainieren. Hätte ich schon früher machen sollen. 58%. Okay. Okay, schön. Schön, 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 schön. Dann, wie machen wir weiter? Du magst mich, du magst mich, du magst mich, du magst mich, du magst mich auch. Also eigentlich nächstes Ziel Burgund. Schau mal, hier ist einiges weggebrochen gerade eben. Und mal ganz kurz was schauen. Württemberg ist der Kaiser. Böhmen, Mainz, Pfalz, Holland und Rotenburg. Würden gerade alle nicht mitmachen. Aha. Zählt es auch, wenn ich Burgund angreife? Die Frage. Aber Kastilien, Österreich würde mitmachen. Und wir greifen Artois an. Rückeroberung, nein. Und alles ist für uns. Alles, was wir nehmen, ist für uns. Genau. Wir brauchen die französischen Gebiete. Genau hier die Grenze. Ja. Also die vier Sachen da hinten, also so viel werden wir eh nicht bekommen. Ich glaube, wenn wir die vier Provinzen bekommen, wäre es schon nicht schlecht. So, so, so. Artois ist das Kriegsziel. Wir schauen einfach mal,
was jetzt passiert. Oh, die Bretagne ist mit drin. Nein! Das ist jetzt natürlich nur halb gut. Halt, da schickt man dich hin. Die schickt man da rauf. Die schickt man da hin. Das ist jetzt natürlich nur halb so gut. Weil die wollten wir ja vassalisieren. Das schaffen wir jetzt natürlich wieder nicht. Jetzt haben wir da auch wieder einen neuen Frieden. Aber ich wollte jetzt die Bretagne auch nicht als erstes angreifen, weil, also ja, dann hätten wir Burgund sowieso im Krieg. Wegen der AE auch, weil vassalisieren hätte halt auch einen Haufen AE gekostet. Naja. So, wer ist alles im Krieg? Der Kaiser nicht. Der Kaiser ist gar nicht mit dabei. Also ich würde sagen, die Bretagne würde ich einfach sofort, sobald es geht, mit dem weißen Frieden rauslassen. Ich will nicht mal das Geld von ihnen. Die dürften einfach nur gehen. Oh, Kostenschiffe oder Militärtech. Nee, machen wir mal Kostenschiffe. Oh, schon wieder Quarantäne. Oh, Bretagne. Schau mal, ihr habt keine Truppen mehr. Geht doch einfach raus. Arschgeigen. Arschgeige Lusse. So, jetzt wollen sie raus. Warum? Frieden ist möglichst kurz. Zack, weißer Friede. Fertig. Ha. So, Brandenburg-Konstanz. Okay. Ja. So, das alles weg. Frankreich 51%. Wir haben Frankreich gleich loyal. Das ist schön. Ah, wir hatten noch... Diplorep hätte... Ach komm, wir nehmen mal Diplorep hier noch mit für die letzten Reste. So, schaut, kaum Diplorep genommen. Frankreich direkt loyal. So, dann... Weiter Lüttich. Okay, Burgund geht auf Österreich los. Österreich dafür auf Brandenburg. Das ist witzig. Das ist ein bisschen witzig. Aber wir machen das Ganze in der nächsten Folge weiter. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.